So, meine Freunde, es ist mal wieder soweit. Der Lukas geht ins Ausland. Diesmal geht es nach Indien für ein Praktikum bei Odin Chain & Associates als Business Administrator, Development, whatever. Die Wohnung ist mal wieder leer. Sie ist diesmal untervermietet an eine fremde Person. Und die Wohnung ist leer soweit. Es sind sogar auch die Schubladen und alles leer. Die Tauben vom Balkon sind verschwunden. Yay! Ich bin relativ nervös, die Wohnung zu verlassen. Ich habe keinen Schlüssel mehr. Der Untermieter holt sich den Schlüssel dann vom Hause. Meine Sachen stehen schon draußen vor der Tür. Ich werde die Tür jetzt dann gleich zuziehen und zum Flughafen fahren und dann noch ein paar E-Mails am Flughafen beantworten. Und dann geht's auf ins Ungewisse nach Indien. Diesmal alleine in ein wirklich ganz fremdes Land. Ist schon wirklich Next Level. China war mit anderen Leuten, war organisiert. USA war halb so schlimm, weil das Land kannte ich ja schon. Indien wird jetzt spannend, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es schöner und spannend und geiler wird, wie ich mir das jetzt ausmalen kann. So wie die letzten Reisen auch. Ja, ich bin jetzt, es ist um 8:25 Uhr, um 11:40 Uhr geht mein Flieger. Ich werde jetzt schon mal zum Flughafen fahren. Mit der S-Bahn. Ja. Das ist es soweit. Dann werden wir mal die Wohnung verlassen. Kurze Zwischenaktualisierung. Das Flugzeug ist relativ klein. Der Flug dauert eigentlich nur 6 bis 7 Stunden oder 6,5 Stunden, kommt aber doch relativ lang vor. Das Personal ist wie im Flug nach Chicago relativ unfreundlich, also nicht so geil wie mit den Lufthansa-Flügen nach China. Sonst, das Publikum ist nicht so stressig wie die Chinesen im Flugzeug. Das Essen war okay. Da war gerade jemand an der Tür. Schauen wir mal lieber raus. So, meine Friends, ich habe es ins Hotel geschafft. Ich rauche gerade im Hotel. Ich bin zu Fuß gegangen. Das ist alles ein bisschen abgefuckt. Ich gebe euch gleich eine Roomtour. Ich bin zu Fuß vom Flughafen angekommen. So, Ankunft wäre echt wirklich super. Ich bin angekommen. Wollte ich zu Fuß hingehen, bin wirklich durchs ein schlechtes Viertel. War echt ein bisschen scary, aber ich meine, die sind ja alle, das ist ja alles hier nicht Chicago, gell? Und habe ich es nicht gefunden, habe ich einen Tuk-Tuk-Fahrer aufgegabelt, den habe ich gefragt, super nett, habe ich gesagt, gut, fahr mich zum Airport, ich schlafe im Airport. Da hat er 4, 5 Leute gefragt, ist er nochmal extra rumgefahren, hat das gefunden, super nette Leute, wirklich super tolles Volk bis jetzt, wirklich toll. Ich bin jetzt echt fertig. Ich freue mich, jetzt ins Bett zu legen. Viel Zeit bleibt mir eh nicht, ich glaube, wir haben eh mittlerweile 1 Uhr und ich muss um 7:30 Uhr, will ich wieder aufstehen und zum Flughafen fahren. In diesem Sinne, gute Nacht. जुदाई हो घर सा।
Also nur um das jetzt mal hier festzuhalten, ich bin jetzt hier in Indien, mittlerweile noch nicht mal 24 Stunden hier. Ich habe mir jetzt die Gegend ein bisschen angeguckt. Ich habe mich jetzt auch geduscht, ein bisschen angezogen, damit die Stimmung ein bisschen hebt. Ich habe soweit alles desinfiziert, es ist typisch chinesisch fast schon. Alles sind wir hier im Problem, selbst einkaufen und bezahlen. Alles hier im Problem. Internet gibt es noch nicht. Es hieß, dass es heute Nachmittag Internet gibt. Dann habe ich jetzt nochmal nachgefragt. Habe das die Antwort eigentlich schon erwartet, dass es kein Internet gibt. Und darauf kam ich eine Antwort, der Internet tomorrow. Schaut euch den Schimmelfleck an. Hey, das ist doch echt. Und dann habe ich gefragt, ob es irgendwo anders Internet geben würde. Und da hat sie gemeint, tomorrow. Genau, also ich sitze hier jetzt quasi auf dem Trockenen. Ich bin dermaßen gestrandet. Ich habe keinen Kontakt. Mich hat irgendeine Frau angerufen an dem Telefon hier in diesem Haus. Eine Nummer durchgesagt, dass ob ich der und der bin, bei Udinchain arbeite. Und ich soll auch bitte mal die und die Nummer zurückrufen. Warum die und die Nummer nicht gleich dort anruft, weiß ich nicht. Ich habe die Nummer zurückgerufen. Kam irgendeine Bandansage von wegen wahrscheinlich Nummer verwählt oder nicht verfügbar oder whatever. Das Einzige, was ich jetzt hier machen kann, ist, dass ich jetzt doch zwei bis drei Stunden, bis der Matthias kommt, mein Vorgänger. Das ist der einzige Draht zur Außenwelt jetzt gleich und das ist auch nicht mal sicher, ob der kommt, wann der kommt, wie auch immer. Wie es der weitere Verlauf ist, ist mich langweilt es jetzt schon mittlerweile. Ich kann auch nicht hier in diesem Loch die ganze Zeit sitzen. Ich habe mir jetzt hier alles angeguckt. Soll ich joggen gehen? Oder? Schon hart dritte Welt hier. Also, boah. Ich muss echt Sport machen, ich muss mich bewegen, ich muss raus, Alter. Ich kann doch nicht hier in dieser Schimmelbude hier die ganze Zeit hocken, Alter. Nicht immer WLAN gibt's, Alter. Es ist hier nicht immer irgendwie annähernd sauber. Ja, ich hoffe jetzt, dass der Matthias kommt, dass ich da wenigstens mal hier ein bisschen menschlichen Kontakt habe heute noch. Ja, mit den anderen, da kannst du nicht reden, die Kommunikation ist katastrophal. Du kannst, sie können zwar ein bisschen Englisch, aber sie reden so, dass du es nicht verstehst. Sie wollen auch, glaube ich, gar nicht, dass sie dich verstehen oder dass du sie verstehst oder wie auch immer. Kommunikation findet auf jeden Fall nicht statt. Sind alle sehr nett, aber es ist schon ziemlich mühsam. Also man fühlt sich hier ein bisschen wie auf einer einsamen Insel gestrandet, obwohl Menschen drumherum sind. Und zwar nicht weniger, weil Indien hat ja bekanntlich auch über 1 Milliarde Einwohner, aber ich fühle mich hier gestrandet. Ich bin hier ganz für mich allein, ohne Internet, ohne irgendwelchen sozialen Kontakt. Ich könnte kotzen. Ich könnte wirklich brechen, Alter.